So, wieder mal, das ist der Kat, grüß euch Schweinsbeich. Kennst du das nicht? Nein. Grüß euch Schweinsbeich. Ne? Ah, okay. Da musst du Österreichisch lernen. Ja. Jetzt fährst du an die Skifahren. Heute wieder mit Bobby. Wieder mal, ja. Und ich. Und er. Ja, heute eine ganz interessante Geschichte. Ich habe in meiner Jugend, eigentlich schon späte Jugend kann man sagen, eine Flasche gekauft, kein Fahrglas, 8 Jahre, nicht gewusst, was ich damals tat, in meiner Sturm- und Drangzeit. Und die ist einfach aufgetaucht im Keller, war damals in einer, ich glaube, grauen Pappschachtel, die war schon ziemlich vermodert, hat so ähnlich ausgeschaut wie so eine Adelphi, wie so ein Adelphi-Karton von der Firma Adelphi. Und da haben wir gedacht, wie die Flasche gesehen hat, irgendwas stimmt da nicht, die ist viel zu dunkel und ist 8 Jahre alt. Und dann habe ich mir meinen 25er geholt, habe ihn daneben gehalten und gesagt, das gibt's nicht, der ist immer ein Drittel dunkler. Ne? Dann habe ich natürlich die Neuge gepackt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es gar nicht gewusst, ob es den 8er noch gibt. Habe dann gegoogelt, ja, den gibt es noch. Und habe dann einfach nachgekauft. In der grünen Tube ist der. Und jetzt ist natürlich interessant, was da in den 20 Jahren, ich schätze, den habe ich so Mitte der 90er gekauft, den 8-Jährigen hier. Ist ein Schweizer Import. Warum der in Österreich gelandet ist, kann ich gar nicht sagen. Ist für die Firma Divisa Schweiz 6130 Willisau in Luzern abgefüllt worden. Vielleicht war das der damalige Vertreter oder Vertreiber von Genfaglas und ist dann über Schweiz dann irgendwie nach Österreich gekommen. Jedenfalls dann beim Kosten, das machen wir jetzt, das holen wir jetzt nach, hat sich auch bestätigt, dass die Fässer scheinbar von 20 Jahren, und da bestätigen sich meiner Meinung nach einige Gerüchte, dass die Sherryfässer nicht mehr das sind, was sie mal waren. Es gibt zwar vielleicht noch ein paar so Single Cask Glendronach, aber meine Befürchtung ist, in 10, 15 Jahren wird es solche schönen Sherry gefinischten nicht mehr geben. Jetzt übergebe ich an den Tomek. Du hast ja schon fast alles gesagt. Fast alles, ja. Aber der hier ist noch Standard, ne? Den gibt es jetzt zu kaufen. Ja. Ja. Der grüne Tube ist der jüngste Genfaglas. Kostet so um die 23 Euro, glaube ich, habe ich gezahlt. Schon im Supermarkt. Die habe ich nicht gesehen. Ja. Sind die beide mit 40 Volumen? Ja, beide 40 Volumenprozente. Ja. Beide 8-Jährchen. Ja, zu Genfaglas braucht man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich blende euch auch einfach mal die Playlist ein. Der hat man schon genug erzählt. Nicht gefärbt. Familienunternehmen. Gründungsjahr habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber das habe ich schon alles durch. Das Interessante ist hier bei diesen hier auch noch Schraubverschluss. Gibt schon ewig nicht mehr, ja. Ich glaube schon 15 Jahre. Und ich glaube bei den billigen Blends gibt es ihn noch, ja, oder? Und ja, gar nicht mal so ein hochwertiger Schraubverschluss. Sinniges Zeug. Die Japaner machen es auch, aber die machen es ein bisschen besser. Das sind so Kunststoffverschraubungen, die hatten Jahrzehnte. Ansonsten, ich habe es ja mal hingehalten, die Farbe ist schon für einen 8-Jährigen der Hammer. Ich habe dagegen einen 10er, 12er, 15er, 18er verkostet und den 25er. Und das Komische ist, keiner von der Standard Range, sogar bis 25, kommt gegen den an. Und dann muss man schon sagen, wenn man diese Zeitreise sieht, in 20 Jahren ungefähr, dann hat man es in einer Sekunde ungefähr, was passiert ist. Ne? Das mit den Sherryfässern ist nicht aus der Nase gezogen. Ich schätze mal, das wird ein ziemliches Problem werden, die Qualität zu halten. Ob man die Qualität von früher nochmal erreichen kann, weiß ich nicht. Ein ziemlicher Zauberer mit den Sherryfässern ist ja Michel Couvreur. Aber das ist wieder eine ganz andere Richtung. Der macht das quasi in kleinen Batches, also da ist das noch machbar. Der verkauft im Jahr, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Fässer, ich weiß jetzt nicht, was der verkauft. Der Couvreur? Ein paar tausend Liter, das sind keine großen Mengen. Natürlich ein kleiner Fahrglas, der was vom 8-Jährigen, weiß ich nicht, wie viel, 100.000 Liter abfüllt, der wird natürlich mit diesen Fässern nicht mehr nachkommen. Ne? Frage ist dann für uns Whisky-Genießer, ist es nicht besser dann zu sagen, ich verkleinere die Range, dafür mache ich sie hochwertiger. Weil für was braucht Glenn Fackler einen 8er, 10er, 12er, 15er, einen 16er, glaube ich, gibt es ja auch. 16er, 18er, 17er, einen 20er gibt es, einen 21er. Da ist halt die Frage, stutze ich nicht zusammen und sage, ich kaufe dafür bessere Fässer und dafür gibt es weniger. Auf dem großen Markt
Ja. Aber kostet normal. Das ist jetzt der neue. Das ist der neue, genau. So. Zum Kosten brauche ich die Brille nicht mehr. Ja, schon sehr intensiv in der Nase, ne? Ja. Für einen Achter. Aber nicht spritig. Nein, ist er nicht. Aber er hat schon gleich so diese typischen Glenfarclas-Aromen. Die hat er, ja. Na? Die habe ich zuerst gesucht bei Peter seinem Video. Da habe ich gesagt, ich finde keine Brennerei-Charakteristik richtig raus. Habe ich natürlich auch nicht gekannt. Glenmorey habe ich nicht gekannt. Fertig. Und hat wieder sowas wie dieses Orangige, so ein bisschen diese Zitrusarome ganz leicht im Hintergrund. Mhm. Hast du schon? Ja. Was soll ich noch warten? Ich werde nicht jünger. Was drauf will. Was drauf will. Da muss ich ja wohl auch. Ja, das ist halt der Achter, würde ich sagen, verspricht in der Nase mehr als am Gaumen. Er ist halt sehr schnell weg und recht komplex, vielschichtig ist er nicht. Der ist auf der Zunge auch eins. Er ist sehr mild. Fast nichts sagend. Aber die Familie Grant wird schon wissen, was sie da abfüllt. Mhm. Wenn es für den Massenmarkt kompatibel ist und die Mengen stimmen, ja, sollen sie den machen. Ne? Ist auch ganz schnell weg. Ja. Im Mund ist er ganz schnell ganz, weg. Ganz kurz Holz, Scherefrüchte und dann das Fässchen. Aber ich merke jetzt tatsächlich, obwohl er nur diese 40 Volumenprozent hat, er brennt nicht auf der Zunge, aber durch die Atemwege kommt so ein bisschen der Alkohol durch. Naja. Wenig Aroma. Er ist ein Jugendlicher. Mhm. Mit 8 Jahren fangen sie gerade mal zum Leben an. Alles drunter ist so meistens metallisch vom Geschmack. Wie gesagt, einmal zum See fahren, eine so eine Flasche mitnehmen und am Abend mit ein paar Kumpels ausbechern. Kein Problem. Aber natürlich, zu einem Whisky-Tasting nimmst du einen nicht mehr mit. Das ist schon. Das Video hat auch den Hintergrund, weil ich, dass ich mich schon längere Zeit aufgefallen, besonders bei Glenfarclas, weil das da wunderschön zu verfolgen ist über die Jahre. Und vor allem fast keine, ich glaube, es gibt keine zweite Brennerei, die so eine schöne, wie wir da vorhin gesagt haben, Leiter hat. 10, 12, 15, 16, 17, 20. 40. 40, ja, die sind schon zu teuer. Ja, aber sie haben sie. Sie haben sie, ja. Und da ist halt natürlich die, ich schätze mal, der 8er wird wahrscheinlich in irgendeinen Fässern liegen, wo vorher der 12er, 15er drin war. Und da werden sie wahrscheinlich noch ein paar Frische dazu kippen, dass die Farbe wieder halbwegs hinhaut. Weißt du, was ich aber auch viel schöner finde? Was? Ich kann mich einfach entspannt zurücklehnen, du machst ich das. Ich rede, finde ich voll gut. Mach weiter. Ja, na, kannst du auch was sagen. Oh, alles gut, ich erzähle schon so viel. Bitte so mal darum. Ja, schön, erzähle schon sonst zu viel. Ja, Tomek und ich haben da vorne, da haben wir uns seine Sammlung da angeschaut, diese wunderschönen Glentronax 91, 95, 93, diese Single-Cask-Abfüllungen, die meisten von euch kennen, diese in den Boxen drinnen, und wir haben draußen geredet bei einem Bierchen, dass meiner Meinung nach diese, wenn jemand noch auf dieses Niveau steht und auf diese Charakteristik jetzt zuschlagen, weil ich glaube, das ist die letzte Welle, die Glendronach noch rausschiebt von den ganz alten Fässern. Das war's, dass die noch wirklich gute alte Sherry Butts waren, aber jetzt, ich glaube, in 15 Jahren wird sowas nicht mehr gehen. Sowas. Sowas ist gut. Ah, das ist schon mal ganz was anderes. Oder sowas ist auch gut. Man merkt ja beim Glendronach zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel mit den Peated und den 8-jährigen Heilen, wie auch immer heißt. Sie haben nichts mehr. Das, was sie da noch hinten rausschieben, das ist die letzte Garde. Und was da an Single Cask in 2025 rauskommt, das wird sich noch weisen. Was auch der Hintergrund dieses Videos ist, man sieht mehr Sherry,
Wenn das früher 8 Jahre waren, dann möchte ich nicht wissen, was vor 20 Jahren 30 Jahre waren. Da hätte sich wahrscheinlich aus den Schuhen gehaut. Die Nase ist gleich viel voller. Sehr voll. Viel mehr Süße, viel mehr Schärfe. Rosinen. Dunkle Früchte. Da mag ich doch so ein bisschen die Eiche, ne? Also Eiche, Holzigkeit. Holzig, ja. Holzig, sehr holzig. Aber du merkst gleich, obwohl nur 40 Volumenprozente, es trägt alles viel mehr in die Nase. Ja. Wie voriges Jahr, da war ich bei der Cooperage, in der Spiced Cooperage und nachher dann waren wir noch bei Belvini, die haben eine eigene. Und da sind ein paar so Sherry Butts, so 700 Liter Wummer herumgelegen. Natürlich, meine Freunde sind dabei weitergegangen, ich habe noch 2-3 Fotos gemacht und habe dann einmal diesen Stopfen rausgezogen. Und das war ein super Gonzales Bias, super Fass. Und wenn du innen mit dem Fingernagel was rausnimmst, dann weißt du, wo der Geschmack her ist. Das ist genau das, was du da drinnen hast. Mhm. Nur diese Fässer sind so selten. Und das sind dann die ganzen Sachen, die sie für die ganzen Tunes und wie sie alle heißen verwenden, nicht für irgendwelche Double, irgendwelche. Der ist wunderschön, oder? Hammer Unterschied. Viel voller im Mund. Zunge ist total belegt. Und diese Rosinen-Schokoladigkeit. Süße. Ich finde, da kann sich mit einem heutigen 21-Jährigen locker messen. Vom Abgang sind sie, finde ich, relativ gleich lang, aber die Nase ist voller intensiver, ja. Der Mund ist, der Geschmack ist einfach viel mehr da, viel präsenter. Ja. Und durch das, dass er nur 8 Jahre im Fass war, hat er nicht diese penetrante Holzigkeit, wie es manche... Bei einer Verkostung habe ich mal, glaube ich, einen 35er Glenfarclas gekostet, oder war es sogar ein 40er, ich weiß nicht mehr. Ja, das sind schon alte Herren da. Das ist schon harte Schule, da ist das Gefühl, du schlägst den Gartenzaun ab. Mhm. Und war damals Einsteigerware, das muss man mal bedenken. Mhm. Das ist. Ja. Ihr könnt ja dann bei den Kommentaren posten, was ihr davon hält, aber wie gesagt, ich sehe schwarze Zeiten von uns zukommen bezüglich Sherry. Decken wir uns jetzt noch ein, was noch da ist. Lassen wir uns überraschen, was die Zukunft bringt. Vielleicht sehe ich es ja zu schwarz, aber wie gesagt, wenn man dann schon sieht, was in der Vergangenheit mit dem Baxaret passiert ist und was, das ist dann verboten worden. Wann war das? In den 80ern irgendwann, ne? Mit dem Baxaret. Und jetzt werden Sherryfässer gefüllt. 3 Monate oder ein halbes Jahr von mir aus und dann wird dann nachher Whisky eingefüllt und dann heißt das ist ein Sherry Finish. Tut mir leid, das ist nicht, das war mal und was dann noch kommt, weiß ich nicht. Portweinfässern genau das gleiche. Ja. Sauft auch mehr Portwein. Dann kriegen wir mehr Portwein. Und Sherry. Ja. Muss ich ehrlich sagen, mit Sherry kann man sich ganz gezielt wirklich wunderschön weg aus der Halle schießen, würde ich schon sagen. Ja, mit Sherry, das spürst du. Bei Whisky, der Whisky ist ein Hund, der sagt nur eine noch und dann gebe ich deine. Der Sherry ist so, ja, nehme ich. So wie unten, wie wir da vor einem halben Jahr waren, oder von 3 Monaten. Wie heißt das? Wo waren wir denn? Reeperbahn? Reeperbahn, genau. Ah. Ja, das ist ein Reeperbahnwein, so nehme ich, kostet ja nichts. Ne? Whisky ist da. Der kleine Teufel auf der Schulter. Ja, das sage ich immer wieder. Whisky ist die männliche Seite und Rum zum Beispiel die weibliche. Der Whisky ist so einer, der haut einen runter und der Rum ist so wie ungefähr der Sherry. Nämlich, geht ein Gläschen, geht doch noch. Ich glaube, wir müssen doch gleich nochmal auf die Reeperbahn. Wir müssen auf die Reeperbahn. Nein, wir nehmen uns gleich. Ja, wie gesagt, es ist sicher ein interessantes Thema, die Sherryfässer. Und ich überlasse Tomek, dass es das Schlusswort. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir wollten auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier einmal abonnieren, wenn ihr mögt und unten wie immer die schönen Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye. Tschö.